Oh, Alter, das, was ich jetzt mache, ne? Das macht niemals einer nach. Du musst ja immer mein Video reinziehen. Warum? Was geht denn zocken? Hey, du musst dir mal mein YouTube-Video angucken, ja, was ich mache mit Bagger und hier mit der Gabelstapler, hey. Gerade so, leck mich doch alle am Arsch. Yes, das denke ich gerade. Nee, aber Arsch lecken tue ich nicht. Lol, die will mir mein Pulli klauen. Gibt's nicht, mein Pulli. Ja, deine Freundin oder was? Nein. Gina. Sagt Gina so. Ich habe ja Foto mit diesem weißen Pulli drinnen, ne? Sagt die so, den Pulli klaue ich dir. So Affe mit der versteckten Augen, ne? Ich so, niemals, das ist meiner. Hab auch noch zwei Jacken und ein paar Oberteile. Nö, klaue ich dir alles. Nö, ich so, nö, alles meins. Die so, nö. Ich so, oh doch. Nö. Ich so, doch meins. Nö. Oh, warte. Die kleine Kampfzwerg. Wie sagt man so schön, wenn du 20 freit und freut sich der Dritte? Ja. Nur noch 6 Tage, dann ist der Scheiß vorbei. 6 Tage? 6 Tage kann doch nicht sein, dass das Jahr dann vorbei ist. Oder warte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 7 Tage, dann ist Weihnachten vorbei. Dauert noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Tage, dann ist das Jahr vorbei. Lol. Digga, hast du Bock, Silvester zu mir zu kommen? Ich hab. Mutter. Hast du Silvester irgendwas geplant? Kann ich aber auch nicht, weil ich nicht. Du hast keinen Bock, alleine wieder zu Hause rumzuhängen. Bist du noch in Köln? Um da Silvester zu gucken. Ey, deine Mom kann ja nach Köln fahren. Du fährst zu mir. Kannst du den Pascal fahren? Genau, und André feiert mit mir Silvester. Mom und Dad und Vicky. Heidi. Boah, ich muss gleich mal meine Pfeife laden, ja? Ich hab nur noch einen kleinen Balken. Ey, André, guck dir mal mein YouTube-Video an, ja? Und dann sagst du mir mal, was ich da machen will. Große Bagger, Traktor, Mini-Bagger. Noch gerochen. Und dann? Riech mal, riech mal. Wie der Marco, der nimmt immer sein Bifi, geht ein paar Freunde hin und dann schiebt den Pflaume. Ich sag nur dieses Video, ne? Ja, ja.
Coming up on my baby.
Was du noch herkommst. Et jo. Ich hab mit dem Auftierfeuerzeug und wie die funktioniert. Weißt du ja? Boah, er verdreckt eine Schelle mit der Handtasche. Wenn sie auf harte Jungs stehen. André, du Fotze! Och, der Mieten guckt schon wieder mein Video zu, der Vogel, ey. Na, das ist ein kleiner Vogel, der. Anstatt nur Video zu gucken, ich soll auch mal ankommen. Ich treffe die Party. Thank you.
voll die Schelle bekommen. Leute. Oh, Niesen mit deinem Jutt, Junge, leck mir Marsch. Du komm hier, Vogel.
Yok.
Ja, ihr habt den morgen auch noch. Ich auch nicht. Ja, ja. Okay. André, du sollst dich immer rumpupsen. Gummi, das stell ich da vor.
Ey, hast du gehört? FC Bayern kauft komplette Düsseldorfer Kader, um Rückrunde gegen Dortmund zu gewinnen. Rückrunde Dortmund schlagen zu können. Ha, die werden das Rückspiel verlieren, glaub mir. Scheiße. Nein, Bayern muss gegen Dortmund auch noch das Rückspiel machen. Und die haben gerade gesagt, dass die Bayern hat den ganzen Kader gekauft von Düsseldorf. Nur um Dortmund zu schlagen. Steht doch hier. Der FC Bayern kauft kompletten Düsseldorf-Kader, um die Rückrunde Dortmund schlagen zu können. Naja, soll Bayern mal kommen, aber machen wir die wieder platt. Wie spielt die Schlüssel auf dem Flächenkader? Keine Ahnung, was weiß ich? Düsseldorf spielt mit gar keinem Kader. Die spielen halt einfach nur mit Luft und Liebe. Da muss Düsseldorf halt komplett nochmal neu einkaufen. Jo. Egal, Alter, Düsseldorf auch. Nächstes Spiel, gegen wen haben die denn nächstes Spiel? Düsseldorf muss gegen Hannover. Ah, heute Abend spielt Bayern. Um 8:30. Boah, Melanie, Alter, die gibt mir auch noch ein bisschen.
Kartoffelfrettchen. Thank you.
Bitte. Ich geh dir auf den Sack. Nein. Was hast du gerade gesagt? Du Vogel. Du bist doch komisch, du Vogel, du. Labberst du? Hast du überhaupt gelernt? Knutschen. Dennis Krämer nimmt mit
gesehen. Mit Tim Bow an FC Bayern gegen Leipzig teil. Allianz Arena. Schakka, schakka, schakka. Thank you.
Jung. Und nach dem Anstieg die ganze Tapete wieder runter. Und wieder ein Latsch und mit Farbe unter den Schuhen und die Teppiche. Aber ich meine, ich bin ja auch nur noch mal absolut. Ich mache halt noch Fehler. Für den Teppich hat mir natürlich leid. Aber das hab ich nicht gemacht. Ja, aber du weißt ganz genau, dass es jetzt hier mal Augen nicht so besonders gut geht. Und den kleinen bisschen verletzt, hat man sowieso nur drauf. Und dann noch für so eine Gurke. Ich habe damals schon meine Meinung gesagt. Lecker! Was? Wie lecker? Wurst lecker?